Manchmal ist man überfordert, manchmal ist man gestresst, manchmal ist man einsam. Gründe gibt es viele, genauso wie Lösungen. Ordnung kann dir bei wahnsinnig vielen Themen in deinem Leben helfen. Das wissen nur die wenigsten. Und deshalb erkläre ich dir im heutigen Video, wann dir Ordnung helfen kann, woran du das erkennst und natürlich auch, was du genau tun kannst. Wie immer findest du die Kapitel in der Videobeschreibung. Am Ende gibt es auch hier ein Hausaufgabenkapitel. Und wenn du mehr Tipps und Tricks rund um das Thema Ordnung und Organisation und Motivation haben willst, dann denk daran, lass gerne ein Abo da, klick auf das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht. Doch woran erkennst du, dass Ordnung dir möglicherweise helfen kann? Also pass auf, Ordnung kann dir helfen, wenn du überfordert bist, wenn du dich einsam fühlst, wenn du traurig bist, wenn du jemanden verloren hast, zum Beispiel nach einer Trennung oder nach dem Tod von jemandem Geliebten, wenn du eine Familie gegründet hast, wenn du frisch verliebt bist, wenn du einen guten Job machen musst, wenn du 1000 Hobbys unter einen Hut bringen willst, wenn du dich unnütz fühlst oder sogar, wenn du dich ungeliebt fühlst. Warum die Ordnung hier genau helfen kann, erfährst du gleich in den einzelnen Kapiteln, aber es gibt auch ein paar Punkte, die möchte ich ganz kurz vorne wegbringen, wann Ordnung dir jetzt nicht unbedingt helfen kann. Und das ist tatsächlich, wenn du an richtig fetter Depression leidest, wenn du zum Beispiel an chronischen Krankheiten leidest, wie ADHS, ME/CFS und so weiter und so fort, da kann Ordnung unterstützen, aber nur so am Rande. Da möchte ich in diesem Video nicht drauf eingehen. Und Ordnung kann dir auch nicht helfen. Drittens, wenn du einfach ein schlechter Mensch bist. Ordnung macht aus einem Narzissten keinen lieben Menschen. Punkt. Ordnung kann auch keine Depression heilen. Ordnung kann kein ADHS heilen. Und Ordnung kann keine Schilddrüsenunterfunktion heilen. Auch Messis leiden an einer Krankheit. Da jetzt reinzulaufen und aufzuräumen, wäre der falsche Weg. Die richtige Wahl in diesen Fällen ist und bleibt eine gute Therapie. Und deshalb beziehen sich die Tipps in den folgenden Kapiteln im Kern auf, ich sag jetzt mal, ganz normale, gesunde Menschen wie dich und mich. Die Kapitel, die jetzt folgen, sind alle gleich untergliedert. Das bedeutet, es wird erst der Zustand beschrieben, damit du auch wirklich erkennst, okay, woran erkenne ich jetzt, dass mir Ordnung hier helfen kann? Ah, ich bin anscheinend überfordert. Zweitens sage ich dir, warum dir Ordnung hier helfen kann. Und drittens werde ich dir sagen, was du genau tun kannst. Das heißt, du kannst jetzt die Kapitel unten in dem Video auch benutzen, tatsächlich, um hier in diesem Video so rumzuspringen, weil denn du weißt, nee, also ich muss das Kapitel, ich habe gerade eine Familie gegründet, das muss ich nur wirklich nicht lesen, dann darfst du das tatsächlich überspringen. Dafür sind diese Kapitel da. Aber deshalb legen wir los. Kapitel Nummer 1. Wann kann dir Ordnung helfen, wenn du überfordert bist? Woran erkennst du das? Das ist so der Klassiker unter den Klassikern. Überforderung erkennst du wie im Innen, so im Außen. Also wenn deine Bude einfach nur ein Chaos ist. Wenn dein Inneres ein Chaos ist, weil du heillos überfordert bist, dann spiegelt sich das in deiner Wohnung wieder. Warum hilft dir die Ordnung dabei? Wenn du im Außen für Ordnung sorgst, wirklich klassisch, erst dann hat dein Inneres die Chance, überhaupt mitzuziehen. Also wenn du in deinem Inneren, weil du überfordert bist und du sagst, naja, eigentlich muss ich mich um mein Inneres kümmern, wenn du dich um dein inneres Chaos kümmern willst, dann solltest du im allerersten Schritt im Außen für Ordnung sorgen. Weil nur in einer aufgeräumten Wohnung, in einer entspannten Umgebung, hat dein Inneres überhaupt ansatzweise die Chance, zur Ruhe zu kommen und sich zu ordnen. Das merkst du zum Beispiel im Urlaub, wenn du total gechillt und entspannt bist, weil du, ach, fast keine Sachen um dich herum hast. So ein Hotelzimmer, das ist nicht völlig überbordet. An so einem Strand, da gibt es nicht so viele Dinge. Da lebst du echt eher so minimalistisch. Und das gefällt ja den Leuten. Daran erkennst du das. Und noch dazu fällt es dir wahnsinnig schwer, dich gut zu organisieren, weil du schlichtweg den Überblick verloren hast. Also dabei kann dir Ordnung helfen. Und wie funktioniert es genau? Was musst du tun? Ganz klassisch aufräumen. Stück für Stück ausmisten, aufräumen. Entscheide, welche Dinge du behalten willst und finde dann für die, die du behalten möchtest, einen Platz. Du weißt, jedes Ding hat seinen Platz. Räum einfach deine Wohnung auf und da sage ich wirklich einfach, weil wenn du überfordert bist, bist du zwar überfordert, aber so ein bisschen aufräumen, das kriegt jeder hin. Egal wie überfordert du bist und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auch oft überfordert, so ist es jetzt nur nicht. Wichtig ist, dass du Schritt für Schritt aufräumst, sonst überforderst du dich noch mehr in der Überforderung und das ist dann so eine fiese Spirale, aber Schritt für Schritt.
häppchenweise, ganz kleine Schritte aufräumen. So kann dir Ordnung definitiv helfen, wenn du überfordert bist. Punkt 2. Ordnung kann dir helfen, wenn du dich einsam fühlst. Das bedeutet, deine Wohnung ist unordentlich, du hast absolutes Chaos oder vielleicht nur so halblebiges Chaos und du fängst an, keine Leute mehr einzuladen. Du fühlst dich einsam, du sagst, ach, ich bin eigentlich so alleine. Du lässt aber keine Leute mehr an dich ran, weil dir das Chaos in deiner Wohnung möglicherweise unangenehm ist. Und ich habe das schon mal gesagt, viele Leute schämen sich für ihre Unordnung. Scham, meine liebe, gute, teure, Scham ist das einzige Gefühl, was sich gegen dich selber richtet. Du kannst wütend auf jemand anders sein. Du kannst Angst vor irgendwas anderes haben. Du kannst glücklich für jemanden anderen sein. Du kannst lieben, kannst du jemanden, du kannst dich auch selbst sehen. Schämen kannst du dich nur für dich selber. Fun Fact am Rande. Wenn du dich schämst für deine Unordnung zu Hause, dann wirst du immer weniger Leute einladen. Und wenn du immer weniger Leute einlädst, dann kommt logischerweise weniger Besuch. Und wenn du weniger Besuch hast, dann tada! Fühlst du dich einsam. Und weil du dann auch noch bei Instagram die ganzen High-Glossy-Superwohnungen siehst und möglicherweise bei deiner Freundin, die das irgendwie wie aus Zauberhand hinzukriegen scheint, glaubst du, fühlst du dich halt noch schlechter. Und dann fährst du wieder nach Hause nach so einem Besuch und fühlst dich erst recht einsam. Also das wäre der Zustand. Warum kann dir Ordnung hier helfen? Klassisch. Wenn du eine aufgeräumte Wohnung hast, dann fällt es dir natürlich viel leichter, Leute einzuladen. Du kannst dann sagen, Mensch, habt ihr nicht Bock, am Sonntag zum Brunch mal vorbeizukommen? Oder du sagst, ja, nachmittags Kaffee trinken, klar, gar kein Problem. Ach ja, klar, du möchtest nach der Firma noch vorbeikommen, klar, komm doch vorbei, ist in Ordnung. Ich habe das früher auch manchmal gemacht, da habe ich dann, also die ist jetzt leider nicht mehr hier, eine liebe Freundin, die wohnt jetzt mittlerweile irgendwo in Hamburg, ich bin hier in Stuttgart. Aber als sie noch hier gewohnt hat, da konnte es sein, ich habe abends gesagt, ich mache einen Spaziergang und dann fällt mir so ein, ach, eigentlich, die wohnt doch hier in der Ecke, ich könnte ja gerade mal anrufen, vielleicht hat die Bock auf ein Glas Wein. So, und wenn du eine aufgeräumte Wohnung hast, dann hilft dir das definitiv dabei, dich nicht mehr so einsam zu fühlen. Was kannst du jetzt tun? Wie oben beschrieben tatsächlich, aufräumen, aber schaue jetzt wirklich besonders darauf, dass es auch schön aussieht. Also wenn du dich einsam fühlst und Leute zu dir einladen möchtest, dann möchtest du ja auch, dass die Leute sich wohlfühlen, wenn sie kommen. Also darfst du durchaus dir bei Instagram so ein paar Anregungen holen und auf die Ästhetik achten, wenn du aufräumst. Finde für jedes Ding einen Platz und dann mach dir einfach deine Wohnung schön. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Ordnung kann dir helfen, wenn du traurig bist. Also wie äußert sich das? Du bist traurig, weil der Umwelt geht's schlecht. Da draußen sind viele Kriege. Dein Auto ist vielleicht gerade kaputt gegangen. Dein Lieblingshamster ist gestorben. Weiß ich nicht, ob das zählt. Es gibt so viele Gründe, warum man traurig ist. Ich rede jetzt nicht von fetter Mega-Depression. Ich rede einfach, manchmal hat man so eine Phase, da ist man halt echt traurig. Da fragt man sich, was ist nur aus der Welt da draußen geworden? Man ist nicht entsetzt oder enttäuscht, man ist einfach traurig. Und immer wenn du traurig bist, bedeutet das ganz salopp, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Warum kann dir Ordnung jetzt helfen? Genau aus diesem Grund. Wenn du es schaffst, in deiner Wohnung für Ordnung zu sorgen, dann kann da draußen die Umwelt den Bach runtergehen, sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Aber wenigstens ist bei dir zu Hause alles in Ordnung. Deine Zimmerpflanzen blühen, du machst was für die Umwelt. Ich ziehe hier gerade auch wieder so eine Krüppelpflanze hoch. Eine wirklich, also wirklich liebevoll gemeint. Ja, das war eine, ich habe die, habe ich glaube ich im letzten Video gesagt, weiß ich nicht, habe ich bekommen. Da hatte die nur so ganz kleine, also ihr seht es jetzt wirklich, den Fortschritt in jedem Video. Guck mal den Vergleich zum letzten Video, da waren die Blättchen ja noch mini. Du kannst hier was für die Umwelt machen. Du kannst dich um dich selber kümmern. Wenn du Ordnung in deinen Dingen hast, dann kannst du dich mit den Sachen beschäftigen, die dich glücklich machen, die dich mit Freude erfüllen. Du solltest ja auch nur die Dinge besitzen, die dich glücklich machen und dich mit Freude erfüllen. Deshalb, wenn du deine Wohnung in Ordnung bringst und das alles schön und nett ist, so wie dir das gefällt, dann kannst du, auch wenn du ob dieser Welt da draußen oder aus welchen Gründen auch immer traurig bist, du hast dann viel besser die Chance, dich abzulenken, dir Gutes zu tun und dich einfach mit geliebten Dingen zu umgeben. Und das wiederum lässt nun mal die Traurigkeit wesentlich schneller verfliegen, als wenn du eh in so einem Chaoshaufen sitzt und sagst, ja, und hier, also da kann man ja gar nicht glücklich werden, so wie es hier aussieht. Also, was kannst du konkret tun? Du räumst auf und jetzt achtest du bei der Auswahl der Dinge, die du besitzt, das ist wirklich wichtig,
Ganz besonders, unsere liebe Marie Kondo hier wird sich freuen. Du achtest ganz besonders darauf, dass du dich nur mit Dingen umgibst, die dein Herz wirklich erfreuen. Dinge, die dich erstrahlen lassen, Dinge, die dich glücklich machen. Darauf solltest du wirklich Wert legen, wenn du dich gerne mal traurig fühlst, weil wenn du dann nach Hause kommst, dann umgibst du dich nur mit Dingen. Egal, wo du hinguckst, es macht dir ein gutes Gefühl. Das können auch Bücher sein oder zum Beispiel ein wunderschön aufgeräumtes und hergerichtetes Badezimmer, sodass du weißt, wenn du nach einem angestrengten Tag nach Hause kommst, hast viel mal Nachrichten geguckt, fühlst dich total traurig, dann machst du dir ein Mini-Wellness-Spa in deinem kleinen Badezimmer und die Welt ist nicht mehr ganz so furchtbar. Ganz fies, Punkt Nummer 4. Ordnung kann dir helfen, wenn du jemanden verloren hast, ob jetzt bewusst nach einer Trennung oder zum Beispiel auch Todesfall der Eltern oder ähnliches. Also immer, wenn es um das Thema Verlust geht, kann dir Ordnung richtig helfen. Wie äußert sich das? Also woran erkennst du, dass du dich in diesem Zustand befindest? Ganz einfach. Also du weißt, wenn du dich getrennt hast oder wenn du verlassen wurdest und du weißt, wann deine Eltern gestorben sind oder irgendjemanden, den du lieb gewonnen hattest, eine ganz wichtige Person in deinem Leben. Wenn du da bist, dann ist wirklich nichts in Ordnung. Also zumindest für die meisten. Warum hilft dir jetzt Ordnung? Und ganz wichtig, wann? Also in der Anfangsphase. Es gibt ja 5 Phasen der Trauer. In der Anfangsphase. Da hilft dir Ordnung überhaupt nicht. In der Anfangsphase der Trauer, da akzeptierst du erstmal, dass der Zustand jetzt so ist, wie er ist, und du musst überhaupt erstmal mit dieser Situation klarkommen. Später im Trauerbewältigungsprozess kann dir Ordnung aber ein sehr gutes, hilfreiches Mittel sein, um diese Trennung besser zu verarbeiten oder diesen Verlust. Weil ganz vorne steht hier natürlich, wenn du dich von einem Menschen wirklich trennen musst, ob gewollt oder ungewollt, ganz vorne steht hier das Loslassen von Dingen und das Loslassen dieses Menschen, wenn der Mensch einfach weg ist. Und dazu gehört eben dieser ganz große Punkt beim Ordnung machen, das Aussortieren. Da geht es jetzt nicht primär ums Aufräumen, da geht es jetzt wirklich ums Aussortieren der Dinge, die dich an diesen Menschen erinnern. Das ist tatsächlich meistens ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess, der aber absolut notwendig ist, weil wenn du das nicht machst, dann wird dich dieser Mensch ein Leben lang begleiten. Wenn jetzt deine Eltern verstorben sind, dann mag das in Teilen ja noch in Ordnung sein, weil ich meine, du sollst ja deine Eltern nicht aus deinem Leben streichen. Da gibt es dann auch andere Videos hier rund um das Thema Haushaltsauflösung. Da kannst du dann ein paar Erinnerungsgegenstände behalten. Aber gerade wenn ich hier von einer normalen Trennung spreche, eines Partners, dann musst du dich von diesen Dingen irgendwann lösen, die mit dieser Person in Zusammenhang stehen. Und was machst du jetzt konkret? Also wie geht das? Wie gerade gesagt, ganz wichtig, warte, bis du in der Phase 5 der Trauerverarbeitung bist. Also nochmal ganz kurz, das ist die letzte Phase, nach der erst kommt die Verleugnung, dann kommt die Wut, dann kommt es, ich möchte unbedingt verhandeln, vielleicht kann man es ja doch noch irgendwie rückgängig machen, und dann kommt die große Depression, wenn du erkennst, es geht halt nicht, und dann kommt die Phase 5, die Akzeptanz. Wenn du vor der Phase 5 anfängst aufzuräumen und auszumisten, dann läufst du ganz arg groß in die Gefahr, dass du Dinge weggibst und aussortierst, die du hinterher bitterlich, aber wirklich bitterlich bereust. Wenn du in der Phase der Wut ausmistest, überleg mal, was dann passiert. Dann knallst du alles in Container. Das kann jetzt entweder doof sein, weil du Sachen wegwirfst, die du eigentlich hättest gebrauchen können. Das kann aber auch doof sein, weil du diesen Prozess für die Trauerbewältigung brauchst. Du brauchst die Zeit, diesen Dingen, die du jetzt weggibst, zum Beispiel von deinen Eltern, denen eine gewisse Wertschätzung zu übermitteln. Deshalb ist es bei Marie Kondo auch so wichtig, dass man sich von allen Dingen, die man weggibt, dass man sich von denen nochmal in Dankbarkeit verabschiedet. Wenn du aber in der Phase der Wut oder der Verleugnung ganz am Anfang dein Elternhaus ausmistest und alles wegknallst, dann kann das sein, dass du das hinterher wirklich bitterlich bereust, weil du dann gar nicht die Chance hattest oder dir die Zeit genommen hast, dich wirklich wertschätzend, dankbar, respektvoll von diesen Dingen zu verabschieden. Und das Problem ist, das kann dann nicht mehr zurückgedreht werden. Also was weg ist, ist weg. Wenn in deinem Fall niemand gestorben ist, sondern imaginär gestorben, dein Partner hat dich verlassen oder du bist gegangen, dann würde
Ich ganz persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich würde alles von diesem Menschen entsorgen, was mich daran nur erinnert. Es sind meistens jetzt nicht unbedingt positive Erinnerungen. Es gibt natürlich auch die Beziehungen, in denen man sagt, ja, wir bleiben hinterher Freunde und so. Vergiss es. In meinen Augen funktioniert das auch nicht. Ich habe früher auch diesen Trugschluss gehabt und habe gedacht, naja, wir haben uns ja aber super gut verstanden. Fakt ist, mittlerweile ist es bei mir persönlich so, dass ich wirklich null Kontakt mehr zu den Menschen habe, weil du irgendwann eine Wertschätzung für dich entwickelst und ich mir sage, naja, wenn der Mensch nicht länger Teil meines Lebens sein wollte oder will, dann brauche ich an den auch nicht erinnert werden. Dann muss ich da auch diesen Dingen keine Wertschätzung entgegenbringen, die mich irgendwie an diesen Menschen erinnern, weil dann ist dieser Mensch Geschichte. Das ist Vergangenheit. Du sollst die ja nicht ausradieren oder negieren, aber du musst nicht ständig daran erinnert werden, indem du lauter Sachen davon aufhebst. Und im Übrigen mal Werbung in eigener Sache zwischendurch, wenn du bei den letzten Tipps oder bei den folgenden alleine nicht klarkommst, wenn du sagst, ja, die Gute hat gesagt, ich soll ausmisten oder aufräumen, ich schaffe das nicht alleine, dann weißt du, du kannst mich buchen. Bundesweit, das funktioniert entweder vor Ort, ich fahre auch bis Bremerhaven, oder wir machen das Ganze online. Da können wir auch in der Schweiz, in Österreich, in Belgien und wo auch immer telefonieren, Online-Sitzungen machen, wie auch immer. Ich unterstütze dich bei diesem Prozess, egal worum es geht. Alles, was in meinen Videos genannt wird, dabei kann ich dich unterstützen. Ich kann dich nicht unterstützen, das sage ich dann aber extra dazu. Ich bin keine Psychotherapeutin, die dir deine Depression wegtherapiert. Ich bin auch keine ADHS-Expertin. Ich bin auch keine Messi-Fachkraft. Ganz wichtig, ich kann Messis nicht betreuen und therapieren, das macht die Frau Schröter. Und da fällt mir im Übrigen ein, oh, ganz wichtig, das wollte ich im letzten Video schon erwähnen, die Frau Schröter, Messi-Kompetenzzentrum Stuttgart-Feuerbach. Ich habe eine Stellenausschreibung von dieser guten Frau, die sucht nämlich möglichst händeringend ab Oktober eine Teilzeit-Bürokraft. Wenn ihr also irgendwie aus der Region Stuttgart seid, das war jetzt tatsächlich sehr spontan eingesprochen, wenn ihr irgendwie aus der Region Stuttgart seid, dann meldet euch sehr gerne bei mir, auch unter der E-Mail, die ich gerade eingeblendet hatte, info@angelaludwig.de. Du kannst mir schreiben, wenn du entweder meine Unterstützung brauchst, dann machen wir ein kostenfreies Erstgespräch online, 30 Minuten. Oder wenn du sagst, ja geil, ich möchte hier Teilzeit gerne in einem Büro arbeiten, mich interessiert das Thema sowieso. Ich möchte mit der Frau Schröter zusammenarbeiten. Die hat eben das Messi-Kompetenzzentrum und sucht dort fürs Büro eine Teilzeitkraft. Dann auch da schreibe gerne an mich, sag, ich habe Interesse an der Stellenausschreibung, dann schicke ich sie dir per E-Mail zu. Und damit weiter im Text, Punkt Nummer 5. Ordnung kann dir helfen, wenn du gerade eine Familie gegründet hast. Weil, wenn du eine Familie gegründet hast, dann ist die Wohnung generell sehr chaotisch. Überall liegt entweder Babyspielzeug rum oder Kleinkindspielzeug oder deine Kinder sind schon älter, dann liegt da meistens immer noch Spielzeug rum. Deine Wohnung versinkt im Chaos und du hast das Gefühl, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Warum kann dir Ordnung dabei helfen? Ist ganz klar, Ordnung im Haushalt hilft dir A, dich besser zu organisieren und B, gibt dir die Chance, dich auch wieder selbst zu finden und sich ein bisschen auf dich zu konzentrieren und vor allem dich zu entspannen. Was genau kannst du tun? Definiere eindeutige Orte für Kinder und für Erwachsenensachen. Also das Wohnzimmer ist in meinen Augen ein Wohnzimmer, kein zweites Kinderspielzimmer. Das unterschätzen viele wahnsinnig. Das unterschätzen viele so sehr, dass die vergessen, dass sie mit dem Mann, mit dem sie das Kind gekriegt haben und die Familie gegründet haben, ihr seid noch ein Paar. Ihr seid zwar Eltern, aber ihr seid noch ein Paar. Ihr wollt vielleicht auch abends mal am Wochenende oder wann auch immer auf dem Sofa sitzen, einen entspannten Abend verbringen und zwar ohne vorher über 35 Bauklötze zu stolpern oder möglicherweise in die heißgeliebten Legosteine zu treten. Also, deshalb, was kannst du tun? Definiere eindeutige Orte für Kindersachen und für Erwachsenensachen. Wenn du jetzt natürlich ein Kleinkind hast, alles gut, das kann ja im Wohnzimmer spielen, wenn es abends die Bauklötze, mit denen es gespielt hat, zurück in die Holztruhe packt, die am Rande des Wohnzimmers steckt. Alles gut, da kannst du eine Holztruhe hinstellen und dann kann das Kind da die Sachen aufräumen. Im Kindergarten müssen die auch immer aufräumen. Wieso sollte das zu Hause nicht funktionieren und vor allem, wieso sollte es zu Hause nicht genau dieselben Regeln geben? Weil, wenn die das nicht lernen, hallo, dann sitzen die in 15 Jahren vor diesem YouTube-Kanal und sagen, wissen Sie, bei mir sieht's aus wie Sau und total chaotisch, aber ich habe das nie gelernt. Das möchtest du bestimmt nicht.
Und ganz wichtig, was du noch tun kannst, lerne Nein zu sagen. Als frisch gebackene Eltern wirst du oft zugebombt mit Kinderspielzeug, Kinderkleidung, abgetragenen Klamotten von irgendwelchen Freunden und Verwandten, die es ja so gut mit dir meinen. Mensch, da kannst du richtig viel sparen. Ich habe hier zwei Säcke Kleidung für dich, von denen du denkst, erstens kann ich die eine Hälfte gar nicht mehr anziehen, so gebraucht sind die, und zweitens ist es einfach nicht mein Stil. Was machen die anderen Leute, die sagen, geil, da hat jemand ein Kind gekriegt, ich kriege endlich mein Zeug los. Brauchst du vielleicht einen Kindersitz, der 10 Jahre alt ist? So funktioniert es. Deshalb ganz wichtige Kernkompetenz als Eltern, lerne Nein zu sagen. Das kannst du tun, damit deine Wohnung nicht im Chaos versinkt. Punkt Nummer 6. Ordnung kann dir helfen, wenn du frisch verliebt bist. Frisch verliebt sein ist ja ein so toller Zustand. Woran merkst du das? Ja, die Wohnung ist halt ein bisschen unordentlich. Komm, Liebe macht bekanntlich blind. Dieser Zustand ist ja auch toll. Die berühmte rosa Brille. Genieß das in allen Phasen. Oft glauben die ja Leute auch, ah, wenn man frisch verliebt ist, dann räumt man besonders viel auf, weil man möchte ja einen guten Eindruck machen. Und dann ist das Thema natürlich aber, dass du das machst und nach einigen Wochen des Kennenlernens feststellt, der Mensch ist ja eigentlich gar nicht so ordentlich. Weil dann bist du wieder so weit, dass du sagst, ja, jetzt kennt er mich ja. Jetzt muss ich nicht mehr ganz so pingelig sein und dann ist halt vielleicht doch mal nicht so ordentlich, wenn er kommt. Ich sag's mal so, kleiner Tipp aus Erfahrung. Wenn du selber eher so ein ordentlicher Typ bist wie ich jetzt und du lernst jemanden kennen, in meinen Augen, wenn du so eine fremde Wohnung betriffst, dann erkennst du eigentlich sofort, ob da jetzt gerade nur für dich aufgeräumt wurde oder ob in dieser Wohnung tatsächlich generell Ordnung herrscht. Achte auf dieses Bauchgefühl. Allerdings ist es umgekehrt fast noch schlimmer. Wenn du jetzt vor lauter Verliebtheit deine Wohnung so ein bisschen vernachlässigst und dein neuer Partner findet es total toll, der findet es nämlich voll gemütlich und der findet es total super, dass du nicht so eine high-glossy Insta-Schnecke bist, bei der immer alles picobello sein muss, jetzt verschwindet deine rosa Brille und du sitzt da und denkst, boah, ich könnte mal wieder aufräumen, fängst an zu putzen und dann kriegt dieser Mensch die Krise, weil er sagt, was ist denn aus der Frau geworden? Die war doch sonst immer total entspannt und jetzt muss ich auf einmal meine Socken aufräumen. Und dann kommen ihm diese berühmten Sätze wie, ja, das hat dich doch früher auch nicht gestört oder ja, ich habe meine Socken schon immer da liegen lassen. Ja, hat der Mensch auch. Du hast das nur einfach immer geduldet und übersehen. Deshalb, warum kann dir Ordnung hier helfen? Also gesetzt den Fall, du bist ein ordentlicher Mensch, dann halte deine Wohnung auch ordentlich. Schau, dass die trotz aller Verliebtheit genauso ist, wie du das gerne haben möchtest. Dann machst du dem anderen nichts vor und du selber bleibst trotzdem, du bleibst authentisch, du bleibst, wie du bist. Und umgekehrt genauso, wenn du gerne eher ein chaotischer Mensch bist, dann sage ich ja nicht, muss deine Wohnung abnormal chaotisch aussehen, aber wenn dich jemand liebt, dann liebt er dich so, wie du bist. Und wenn du nun mal ein kleiner Chaos-Typ bist, ja, dann lass die Wohnung so. Dann erklärt das dem neuen Partner, dann sagt ihm, ja, ich ganz, ganz ehrlich, ja, ich fühle mich so wohl. Und wenn er dich dann nicht will, dann ist er der Falsche. Also was kannst du tun, wenn du verliebt bist? In meinen Augen nichts. Bleib, wie du bist. Sei authentisch. Fang jetzt nicht mit dem Großputz an. Lass aber auch nicht alles stehen und liegen. Verbiege dich für keinen Menschen dieser Welt. Und wenn du Ordnung magst, dann räum auf. Und wenn du Ordnung nicht magst, dann lass es. Punkt Nummer 7. Wann kann dir Ordnung noch helfen, wenn du einen guten Job machen musst? Du merkst das, wenn du für deinen Job leistungsfähig sein musst, wenn du einfach gute Ergebnisse abliefern musst, wenn du Projektarbeiten abliefern musst. Was weiß denn ich, was dein Job ist? Also wenn du einfach einen guten Job machen musst und du dich dabei ertappst, dass du zum Beispiel im Homeoffice immer unorganisierter wirst und du schon gar nicht mehr so gerne im Homeoffice arbeitest. Viele arbeiten ja zwischenzeitlich mittlerweile oft auch im Homeoffice. Also wenn das dein Zustand ist, du musst in deinem Job einfach eine gute Leistung erbringen, aber es macht dich total kirre, wenn du zum Beispiel zu Hause arbeiten musst. Das sind dann auch so die Dinge, wenn du merkst, ja, in der Firma, da funktioniert es, aber bei mir zu Hause, da habe ich irgendwie, arbeite ich nicht gerne. Und warum hilft dir das? Ist ganz einfach. Ordnung im Job ist deshalb hilfreich, weil du es schaffst, mehr Aufgaben in weniger Zeit zu erledigen. Du arbeitest, wenn du ordentlich bist, einfach effizienter. Unordnung, müssen wir uns alle nichts vormachen, lenkt einfach wahnsinnig ab. Deshalb, was kannst du tun? Achte auf einen gut ausgestatteten und vor allem gut sortierten und aufgeräumten Arbeitsplatz.
Trenne Privates von Beruflichem. Wenn du zu Hause arbeitest, dann helfen zum Beispiel farbige Ordner. Nimm schwarze fürs Büro, weiße für die privaten Sachen oder bunte oder wie auch immer. Trenne Privates vom Beruflichen. Versuche auch mit verschiedenen Arbeitsmappen vielleicht zu arbeiten. Das heißt, du kannst die privaten Unterlagen kommen in ein Fach, die beruflichen Unterlagen. Das klingt so simpel. Wisst ihr eigentlich, wie viele Leute das nicht machen? Da liegen dann inmitten der Projektunterlagen für das nächste Großprojekt in der Firma irgendwie, oh ja, stimmt, das waren den Zettel für die Steuer. Muss ich noch vorbereiten. Das ist heilloses Chaos. Das funktioniert so nicht. Deshalb, was kannst du tun? Sortiere deinen Schreibtisch, räum ihn auf, guck, dass du private und berufliche Dinge strikt voneinander trennst und dann schaffst du es dort auch, wirklich effizienter unterwegs zu sein und im Job die Dinge zu erledigen, die du für den Job erledigen musst und lässt dich nicht ständig von diesen privaten Sachen ablenken. Wann kann dir Ordnung noch helfen? Ne? Punkt Nummer 8, wenn du 1000 Hobbys hast. Bedeutet, du bist gerne kreativ, hast am liebsten 1002 Hobbys, aber deine Materialien erschlagen dich. Warum kann dir Ordnung hier helfen? Ist auch klar, Ordnung in deinen Arbeitsmaterialien verhindert zum Beispiel, dass du viel zu viel Geld ausgibst für irgendwelche teuren, die sind echt teilweise teuer, Bastelmaterialien oder auch Stoffe oder Nähsachen oder Stricknadeln, whatsoever, weil du halt einfach den Überblick verloren hast. Und wenn du deine Materialien ordentlich sortiert hast, dann behältst du, also du behältst ja nicht nur besser den Überblick, sondern du kannst auch viel realistischer einschätzen, ob du dieses Hobby überhaupt noch ausübst oder ausüben wirst. Was kannst du also tun? Am besten ordnest du diese ganzen Hobbymaterialien in durchsichtigen Boxen mit Deckeln. Die kann man dann auch stapeln, je nach Platz. Und du siehst dort auf einen Blick, wie viel von dem Material habe ich noch, habe ich überhaupt noch was oder habe ich viel zu viel. Viele Leute sind sich dessen einfach nicht bewusst. Das ist jetzt wirklich dieses Ding, nicht nur jedes Ding hat seinen Platz, sondern auch Gleiches zu Gleichem. Sortier mal alle deine Kerzenwachsreste im ganzen Haus zusammen und dann wirst du sehen, so viele Kerzen kannst du gar nicht gießen. Du kannst jetzt anfangen, um deine ganze Verwandtschaft mit selbstgegossenen und dekorierten Kerzen für Weihnachten zu versorgen. Wir haben September. Denkt an eure Weihnachtsgeschenke. Also wer kreative Weihnachtsgeschenke machen will, der sollte spätestens im Oktober anfangen. Wenn du selber so eine Seife herstellen willst, die liegt dann teilweise mal 6-8 Wochen irgendwo an einem ruhigen, dunklen Ort, um durchzuziehen. Wenn du damit erst im November anfängst, dann hast du möglicherweise ein zeitliches Problem. Also ordne deine Bastelmaterialien, deine Kreativmaterialien am besten in durchsichtigen Behältern, beschrifte sie, das ist dann natürlich das Nonplusultra, und dann sei auch realistisch, wenn du das so sortierst, brauchst du diese Materialien wirklich? Wirst du dieses Hobby, was du vor 15 Jahren mal angefangen hast, du bist jetzt, keine Ahnung, 75 Jahre alt, meinst du wirklich, wenn du das mit 60 Jahren aufgehört hast, dass du das meinetwegen mit 90 wieder aufnimmst? Also sei da einfach realistisch und es funktioniert einfach am besten, wenn du dir einmal den kompletten Überblick verschafft hast. Ganz wichtig, wann kann dir Ordnung helfen? Punkt Nummer 9, wenn du irgendwie so eine Sinnkrise hast und dich unnütz fühlst. Manchmal ist die Wohnung ein Chaos. Genauso wie dein Leben. Du fühlst dich unnütz, du fragst dich, warum bist du überhaupt hier? Und du hast auch nicht das Gefühl, dass eine aufgeräumte Wohnung da irgendwie ansatzweise etwas dran ändern sollte. Warum auch? Dann guckst du vielleicht noch zu einem Überfluss Nachrichten und stellst fest, du bist auf dieser Welt einfach nur irgendwo ein klitzekleines Lichtchen in einer unordentlichen Wohnung. Manchmal belohnst du dich dann noch mit irgendwelchen Shopping-Exzessen beim großen Fluss und ballerst deine Wohnung mit Sachen zu, die dich mal ganz kurz glücklich machen und dann aber eigentlich auch wieder nur belasten. Manchmal kann man sich auch nach Trennungen total unnütz fühlen oder, auch ganz beliebt, wenn die Kinder, nachdem sie Jahrzehnte bei einem gewohnt haben, dann irgendwann tatsächlich ausgezogen sind. Warum kann dir Ordnung jetzt helfen? Wir hatten das ganz am Anfang, Ordnung zu machen, kann dir ja nicht nur im Äußeren helfen, sondern auch im Inneren. Und wenn deine Wohnung aufgeräumt ist und du gut organisiert bist, dann hast du zum Beispiel mehr Zeit. Was kannst du also tun? Wenn du dich unnütz fühlst, Sorge oder so eine Sinnkrise hast, sorge für eine aufgeräumte Wohnung, räum deine Wohnung auf. Und zwar so, dass du dich wirklich wohlfühlst.
dann wirst du unweigerlich mehr Zeit haben. Und diese neu gewonnene Zeit, die kannst du zum Beispiel super gut in ehrenamtliche Tätigkeiten stecken. Du kannst Mitglied im Verein werden. Du kannst, wenn du gläubig bist, geh in den Kirchengemeinderat oder engagier dich im Elternbeirat, mach irgendwelche Bieter-AGs in der Schule an, was auch immer. Kipp Nachhilfe. Du bist älter, dann bist du sicherlich erfahren. Möglicherweise kannst du dann zum Beispiel super gut jungen Menschen helfen. Engagiere dich mit der Zeit, die du durch diese Ordnung und Neuorganisation gewonnen hast. Auch das Spenden von Dingen, die du aussortiert hast, kann dir das Gefühl vermitteln, dass, naja, irgendwie bist du ja doch zu was nütze. Und wenn du nur deine Sachen aussortierst und damit anderen Menschen helfen kannst. Ganz wichtig ist auch, hör auf, Nachrichten zu gucken. Nachrichten werden dir nie das Gefühl geben, oh ja, ich werde jetzt gebraucht. Und wenn du das alles hinter dir hast, dann kannst du auch so, mach sowas wie ich, starte einen YouTube-Kanal und erzähl der Welt da draußen, was du gelernt hast. Mein Leben vom Chaos zum glücklichen sonst was. Dein Leben ist nicht mehr unnütz, dein Leben ist nicht mehr sinnfrei, du hast auf einmal eine Aufgabe. Frag dich mal, was ist eigentlich deine Vision, dein Ziel? Habe ich auch schon ganz oft erzählt. Aber dazu brauchst du Zeit, um dich sowas zu fragen. Und du brauchst eine gute Umgebung, du brauchst eine schöne Umgebung, eine Umgebung, in der du dich wohlfühlst. Und tada, wie kriegt man die? Indem man aufräumt. Und damit kommen wir zum 10. Punkt. Ein bisschen auch ganz schön hart. Ordnung kann dir tatsächlich helfen, wenn du dich ungeliebt fühlst. Das ist was anderes als unnütz. Ungeliebt ist, keiner hat mich wirklich lieb. Du lebst also in einer Chaosbude, weil dich keiner liebt. Und wenn dich keiner liebt, wieso solltest du dann aufräumen? Bist ja eh nur du. Und nur für dich aufzuräumen, ach, pff, weißt du, wen interessiert's? Und warum hilft dir Ordnung? Ganz wichtig ist hier dieses klassische Stichwort der Selbstliebe. Nicht zu verwechseln mit Selbstverliebtheit, das sind die Egoisten mit der hohen Nase, sondern die Liebe, die du dir entgegenbringst, mit der du akzeptierst, ich bin ein toller Mensch und vor allem bin ich es wert. Warum sollte dich deiner Meinung nach ein anderer Mensch lieben oder mögen, wenn du dich selber nicht mal leiden kannst? Also wenn du mir erzählst, du kannst dich überhaupt nicht leiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dastehe und sage, ja gut, wenn du so überzeugt davon bist, dass du einfach nicht liebenswert bist, dann... Ja, also ich frage dann natürlich oder ich würde dich jetzt fragen, naja, also irgendwas gibt's doch, was du gut kannst oder was du gerne machst. Und wenn du mir dann dreimal sagen würdest, nee, gibt's nicht, dann würde ich sagen, ja, ganz ehrlich, warum soll ich denn dann deine Freundin sein? Also ich meine, bringt mir das jetzt irgendwie was? Freundschaften sind immer ein Geben und ein Nehmen. Natürlich gibst du gerne oder also ich gebe gerne den Menschen, aber ich gebe nicht nur. Also irgendwann muss da auch was zurückkommen. Und deshalb ist das Thema der Selbstliebe so wichtig. Was hat denn das jetzt mit Ordnung zu tun, wirst du sagen? Ganz, ganz viel. Denn dieses Gefühl, geliebt zu werden, es ging ja darum, warum kann dir Ordnung helfen, wenn du dich nicht geliebt fühlst? Und dieses Gefühl, geliebt zu werden, das kannst nur du dir selber geben. Wenn du in einer Chaosbude sitzt und du sagst, ich finde es geil hier. Ich fühle mich so absolut wohl, die mit ihren Ordnungswahn-Schnecken hier, die wollen da immer nur alle aufräumen. Ja, lass es doch. Wenn du akzeptierst, dass du gerne in einer kleinen Chaosbude sitzt, dann ist der erste Schritt zur Selbstliebe auch schon getan. Dich zwingt doch keiner aufzuräumen. Die meisten sitzen nur in so einer Chaosbude und denken, sie sind nicht normal und müssten deshalb aufräumen, weil ja alle Welt anscheinend aufräumt. Wisst ihr eigentlich, dass die halbe Welt, die räumt überhaupt nicht auf, sonst gäbe es so Leute wie mich gar nicht. Akzeptier das. Liebe dich selber so sehr, dass du sagst, ja, ich lebe gern in einer Chaosbude, das ist eine Riesenschatzkammer, da sind 85.000 Dinge und mir geht's gut dabei. Ich fühle mich wohl. Deshalb, was kannst du tun? Natürlich sage ich, räum auf. Ich gehe jetzt nämlich mal davon aus, dass dir das Chaos nicht gut tut. Deshalb, wenn es dir nicht gut tut, räum auf und liebe dich selbst. Das klingt jetzt ein bisschen arg spirituell und esoterisch, aber genau so meine ich das. Schaffe dir im Badezimmer eine Wohlfühloase, sodass du sagst, geil, da möchte ich jetzt wirklich gerne eine kleine Wellness-Auszeit nehmen, weil ich es verdient habe. Sorge dafür, dass du am Wochenende das Sonntagsporzellan, was du von der Oma geerbt hast, und wenn du alleine bist,
dass du das benutzt, weil du es wert bist. Ich hatte da mal einen Herrn zu Besuch. Also, hört, hört, die Frau Ludwig hat Herrenbesuch. Ist schon länger her, ein paar Monate. Und der blieb so übers Wochenende. Da war hier Stuttgart-Weindorf, ich glaube, ist gerade ein Jahr her tatsächlich irgendwie. Und dann habe ich am Sonntag so angefangen, den Frühstückstisch zu decken, habe so meine Oma-Porzellan rausgeholt und so eine Etagere bestückt. Und dann guckt er mich an und sagt so, du, also für mich musst du den Aufwand jetzt nicht machen. Und dann habe ich den tatsächlich angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, das mache ich für mich. Und da war der total ein bisschen perplex irgendwie. Und da wurde mir das erst bewusst, weil selbst wenn der nicht da gewesen wäre, auch wenn ich alleine frühstücke, Mann, es geht doch um mich und ich bin's doch wert, von einem wunderschönen Porzellanservice zu essen. Das kann ich aber nicht machen, wenn meine Wohnung im Chaos versinkt. Und ich bin es auch wert, nach Hause zu kommen und es ist wunderschön hier und ich fühle mich wohl. Ich bin aber auch dafür verantwortlich. Also wenn ich alleine bin, dann bin ich tatsächlich dafür verantwortlich. Und deshalb das Thema mit der Selbstliebe. Das heißt einfach nur, du akzeptierst dich und magst dich so, wie du bist. Wenn du dich liebst und am Sonntag Bock hast auf Lachs mit Rührei und Schnittlauch, irgendeinen Joghurt und frischen Beeren, ja, dann mach doch. Dann geh einkaufen, kauf dir diese tollen Leckereien, setz dich an deinen wunderschön aufgeräumten, mit einer Kerze dekorierten Sonntagstisch und genieß dein Frühstück. Und so lernst du dich selber zu lieben. Das war nämlich Kapitel Nummer 10. Damit wäre alles gesagt, weil du ja auch lang genug kennst. Aber was ist auf jeden Fall ganz wichtig? Egal, welches dieser Themen du jetzt angeschaut hast, es liegt immer in deiner Hand. Ich habe immer gesagt, räum auf. Auch mit Familie. Es liegt in deiner Hand, wie du deine Kinder erziehst. Wenn du einen Trennungsverlust zu verarbeiten hast, es liegt in deiner Hand, wie du diese Trennung verarbeitest. Wenn dir diese Tipps jetzt geholfen haben, dann freue ich mich riesig. Entweder über ein Super Thanks, das ist eine direkte Unterstützung an mich und ich weiß, super, mit diesem Video, da hast du jemandem geholfen. Und natürlich möchte ich noch ein Wort verlieren zu unseren Kanalmitgliedschaften. Das bedeutet, wenn du eine Kanalmitgliedschaft erwirbst, dann erstens beantworte ich die Kommentare aller Kanalmitglieder immer bevorzugt und zweitens, wenn du eine Kanalmitgliedschaft, wenn du Ordnung liebst oder Ordnung unterstützt, dann kriegst du einen exklusiven Vorabzugriff auf Videos wie dieses. Das heißt, heute ist Freitag. Ich werde dieses Video hoffentlich schaffen, Freitagmittag hochzuladen. Alle anderen sehen das erst am Samstagnachmittag um 17 Uhr. Aber du als Kanalmitglied der mittleren und der höchsten Stufe dort, also liebt Ordnung und unterstützt Ordnung, kriegst auf solche Videos Zugriff und natürlich on top hast du die Möglichkeit, diese Tacheles-Reihe, die es hier gibt, da gibt es eine eigene Playlist, jetzt mal Tacheles. Dort spreche ich einmal in der Woche so Pi mal Daumen 10 Minuten rum, einfach ziemlich ungeschnitten Klartext und sag, was mir so durch den Kopf geht oder was in der Woche passiert ist. Und diese Videos bekommst du auch nur als Kanalmitglied, wenn du Ordnung liebst oder sie unterstützt. Jetzt sind wir fast am Ende. Das heißt, ich habe sie nicht vergessen, du kriegst noch deine Hausaufgaben. Die sind sehr kurz heute. Hausaufgabe Nummer 1, finde heraus, was genau deine Schmerzen sind. Fühlst du dich jetzt ungeliebt? Bist du traurig? Hast du Stress mit deiner Familie? Was genau sind eigentlich deine Schmerzen? Vielleicht ist es einer der oben genannten Gründe, vielleicht ist es auch ein ganz anderer. Versuche das in Hausaufgabe 1 herauszufinden. Hausaufgabe Nummer 2, fang an aufzuräumen und beobachte, was das mit dir macht. Versuche herauszufinden, ob die Ordnung, die du schaffst, dir gut tut oder ob das jetzt eher nicht so dein Ding ist. Aber wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nicht herausfinden. Hausaufgabe Nummer 3, wenn du feststellst, dass das Aufräumen aus Schritt Nummer 2 gut ist für dich, dann wiederhole diesen Schritt. Du weißt ja, in kleinen Häppchen, wenn du merkst, wow, geil, mit einer aufgeräumten Küche lebt sich wirklich toller, dann kannst du als nächstes vielleicht dein Wohnzimmer aufräumen oder das Badezimmer oder das Schlafzimmer, was auch immer. Also, wenn dir Schritt Nummer 2 gut tut, dann wiederhole ihn in Schritt Nummer 3. Und die letzte Hausaufgabe, Nummer 4, hör auf, wenn es dir gut geht. Tappe nicht in diese Perfektionismusfalle, dass du wirklich aufräumen musst bis zum Abwinken und alles noch schöner und noch schöner und noch schlanker und noch minimalistischer. Hör auf, wenn es gut ist. Es ist dann auch wirklich gut. Das Ganze kann ein bisschen dauern, also gib nicht auf, du schaffst es.
Ich bedanke mich, dass du heute dabei warst. Es war wirklich ein mega langes Video. Jetzt werde ich mich an den Schnitt machen und hier kommen die Outtakes. Das ist heute, liebe Leute, das ist so ein Monster-Mega-Skript heute. Soll ich euch das mal zeigen für die Outtakes? So, ja. Bin gespannt, wie viele 100.000 Stunden das heute dauert. Aber wenn ihr die Outtakes seht, dann wisst ihr es ja. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich weiß nur, dass dir Ordnung helfen kann, wenn du überfordert bist. Zumindest steht es hier. Mein Gott, bin ich wieder klug. Oh, wisst ihr, dass ich heute sacketierische Rückenschmerzen habe? Ich sehe irgendwie so blass aus. So. Alter Schwede, ist das lang. Trinkpause. Ich habe mir diese Trinkflasche gekauft. Oh, jetzt mache ich mal so eine Affiliate-Link-Werbung. Ich setze dazu den Link mal unten in die Videobeschreibung. Aber kommt jetzt eh nur in den Outtakes. Die hat dann immer so eine lustige Markierung dran und die ist total bunt. Und da steht auf der anderen Seite drauf, stay hydrated, weil ich trinke zu wenig. Und jetzt ist es so, dass ich früher auch immer gesagt habe, diese Flaschen mit diesen Trinkknubbels hier, ich finde die voll so, ich bin doch kein Baby. Der Punkt ist, du kippst auf diese Weise das Wasser echt in dich rein. Das kluckert dann auch so schön. Guck mal, das waren jetzt mal kurz. Was steht da immer drin? Oh, Otz, ich kann keine Otz lesen. Ha, das war jetzt locker, das war jetzt mindestens ein Dreiviertel Glas. Also 200 Milliliter. Das ist ein Liter und ich habe jetzt gerade diesen ganzen oberen Teil getrunken. Also das, ne, das waren jetzt mindestens 250 Milliliter. Und ich stelle euch den Link unten in die Videobeschreibung. Die gibt es in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Ich habe die 1 Liter Flasche. Ich finde die echt super. Also wenn die jemand haben will, BPA frei. Ich habe früher auch keinen Bock auf Plastik gehabt, aber manchmal muss man Dinge halt einfach ändern. Jetzt geht's weiter im Video.